Liebe von ich ist euer Steinwall. Und da steht das junge Königspaar, ich denke einigermaßen zufrieden, selbstzufrieden fast, wie Branislav hier grinst. Und das kann er durchaus sein, denn er hat einen großen Bürgerkrieg und einen kleinen Bürgerkrieg überlebt, dank seiner fähigen Generäle, die zum einen einen weißen Frieden ausgehandelt haben und zum anderen dann in der Folge die Redelsführerin nochmal bekämpft haben und... Ja, sie wurde am Schluss enthauptet. Ihr habt es erlebt. Gabriella ist nicht mehr. Vorher wurden ihr noch die Gebiete des Herzogtums Kujawien entzogen und um die müssen wir uns jetzt kümmern. Im Übrigen, aufgrund der Tatsache, dass sie enthauptet wurde und wir die Gebiete bekommen haben, ich weiß gar nicht, was jetzt der entscheidende Punkt war. Ich glaube ja, die Tatsache, dass wir ihr die Titel entzogen haben, führte dazu, dass Gott sei Dank auch die Gefangenen freigelassen wurden. Unter anderem Jiri, der aber, glaube ich, keine Rolle spielte bei uns. Aber Rosa, die ist wichtig, denn sie ist eine großartige Ärztin und die wollen wir auch wieder einstellen. So, sehr schön. Leider müssen wir idiotischerweise nochmal 10 Gold dafür bezahlen, aber das haben wir übrig. Und unsere Mutter ist auch wieder frei. Bestens. So, die nächste Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir jetzt diese Titel erneut vergeben. Man könnte jetzt argumentieren, er wäre zu dumm dafür, zu wissen, dass man die vergeben sollte. Ich denke nicht. Wir können auch im Übrigen beobachten, er ist hier bei Bildung jetzt schon auf 14, weil seine Gattin jetzt hier, die gute Geira, ihm auch noch zur Seite stellt. Und die wiederum ist ziemlich talentiert und auch ziemlich gut gebildet und klug. Was ich auch hübsch finde, dass sie genauso wie er zynisch und unersättlich ist. Also die passen hervorragend zusammen. Sie hingegen ist zusätzlich noch fleißig, während er großzügig ist. Wie auch immer, ich denke, er wird aufgrund seiner Großzügigkeit diese Titel vergeben. Und zwar an die, ja, an die Generäle der letzten Kriege. Und da sind zwei besonders, wie ich finde, haben hervorgestochen. Das sind diejenigen, die die Kriegsarmeen angeführt haben. Und dieser hier, der ist schon, hat schon ein Amt. Er ist Oberbürgermeister und ich denke, deswegen werden wir ihn hier nicht berücksichtigen. Das würde alles ein bisschen durcheinander bringen. Aber der andere, der ist interessanterweise auch positiv aufgefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch mehrere Schlachten quasi als Anführer verantwortet hat und geschlagen hat. Ruprecht von Frontenhausen. Was für ein Name. Ein bayerischer Katholik. Den machen wir jetzt hier zum Herzog. Und weil wir zynisch sind und überhaupt gar keinen, also weil Branislav zynisch ist und überhaupt gar keinen Wert auf diese Sachen legt und er erlebt hat, dass ja der formale Glaube gar keine Bedeutung hat für Fragen der Loyalität, interessiert er sich auch gar nicht, stört er sich gar nicht daran, dass er Katholik ist, sondern er wird es dabei belassen. Er misst dem keine Bedeutung zu und er wird ihn einfach so zum Herzog machen und das tun wir auch jetzt. Und er bekommt entsprechende Titel. Ich bin am Überlegen, gibt es noch irgendwas, was wir tun wollen mit ihm? Nein, ich denke nicht. Ich hatte kurz überlegt, ob wir ihn vorher noch verheiraten mit unserer Schwester, aber die ist 11. Er ist 45, das finde ich doch ein bisschen zu fett. Machen wir nicht. So, Titel vergeben. Das machen wir. Und zwar, wir machen ihn zum Herzog von Kujawien. Er bekommt diese ganze Grafschaften, damit er auch ein wirklich potenter Herzog ist, damit es dann auch keine Ärger entsprechend gibt. Und ja, mal gucken, vielleicht wird er auch einen bestimmten Rang einnehmen. Und da haben wir ihn. So sieht er unter seinem Helm aus. Der neue Herzog Ruprecht von Kujawien. Okay, ich bin gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Die Sache wäre damit erst einmal geklärt. So, dann haben wir hier einige tote Charaktere. König Ondrej wollen wir hier nicht mehr sehen. Dafür haben wir ja einen neuen König in Litauen. Den wollen wir auf jeden Fall anpinnen. König Kasimir. Und der Rest, das dürfte so hinhauen, das sind die Mächtigen. Was wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen sollten, wir haben wahnsinnig viele Gefangene aus diesem Bürgerkrieg. Und ja, wie gesagt, wir werden keine anderen jetzt irgendwie bestrafen. Wir werden sie alle entlassen für ein Gefallen oder für Lösegeld, würde ich sagen. Da gibt es keine weiteren Ambitionen. Ich gucke nochmal hier unten hin. Gibt es da noch besondere Leute? 3 Jahre, 19 Monate, 17 Monate. Der scheint irgendwie noch was Besonderes gewesen zu sein. Ich persönlich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das wird aber seine Richtigkeit haben. Ja, wir fordern jetzt hier mal systematisch Gold. Nicht zu fordern ist auch so eine Sache.
Na gut, die überlegen jetzt hier. Massenaktion gibt es natürlich auch, ne? Vielleicht ist das das Bessere bei so vielen Charakteren. Wir lassen das erstmal laufen. Oh, und wir sollten unsere Armeen auflösen. Genau, damit wir wieder ein schönes, sattes Einkommen haben. Die ersten Lösegelder werden akzeptiert. Das werden wir jetzt erstmal alles abwarten. Und es geht endlich weiter mit der Feierei. Das wäre sonst auch meine nächste Aktion gewesen. Aber wir werden eingeladen von Graf Aaron. Das ist der Sohn von dem legendären Bojida. Ja, diese Einladung nehmen wir auf jeden Fall an. Es wird mir ein Vergnügen sein. Wir gehen aber nochmal hier zu unseren Gefangenen. Nee, das geht nicht. Massenlösegeld scheint mich möglich zu sein, weil einige das nicht wollen. Das heißt, wir müssen irgendwelche Filter anmachen. Schaut mal. Wenn wir das ausschließen, das passt ja ganz gut, dann geht es. Massenlösegeld. Probieren wir es mal. Das ist jetzt, glaube ich, in dieser Situation das Einfachste. Eine herzliche Begrüßung. Na, hervorragend. Ich kann die Küche von hier aus riechen. Ja, genau. Das ist unser Thema. Da ist Branislav in seinem Element. So, Lösegeld wird akzeptiert. Sehr schön. Und zwar in Größenordnung. Hervorragend. Was passiert hier noch? Das ist, glaube ich, nur ein Ablass. Das sind nicht 10 verschiedene. Ja, genau. Aber ein zweiter ist noch da. Wird auch angenommen. Und Festmahl Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Wörtschimersch ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge. Wo ist der dann? Graf? Graf in Sortavalla. Dort, okay. Weit entfernt, aber dennoch ein schöner Abend. Mal gucken, ob sich daraus eine Freundschaft entwickelt wird. Ich will aber hier nochmal gucken, ob wir hier jetzt noch was verpasst haben. Also, Herzog Jagorsch aus Schonen greift Königin Anne von England an. Religionskrieg um das Earltum von Holland. Hierum geht's jetzt. Na, das ist ja enorm. Und wer ist denn die Königin Anna? Ist das okay? England hat eine Königin. Das ist auch neu für mich. Die sogar relativ mächtig ist, zumindest gemeinsam mit ihren Verbündeten. Ja, Kriegerorden hat sie auch noch gleich mit reingerufen. Aber sie ist eigentlich in einem anderen Krieg und muss jetzt zusätzlich verteidigen. Der Herzog ist aber ganz schön mutig, mit seinen 5000 Mann das durchzuziehen. Mal gucken, ob er sich da nicht verkalkuliert hat. Er gehört zum Königreich Dänemark, die hier weiter expandieren. Wenn man sich Dänemark mal anschaut, sehen wir, dass sie hier große Gebiete von Norwegen auch schon in den Besitz gebracht haben, über den so wichtigen und mächtigen Herzog Vafjinic. 61 mit seinen 12.000 Mann, der könnte ohne weiteres den, wenn er den Ansprüche hätte, den dänischen König besiegen und das Ganze übernehmen. Enorm, der Typ. Gefühllos, unersättlich und bescheiden. Vielleicht ist das der Grund, warum er das nicht macht, weil er bescheiden ist. So, die ganzen Lösegelder werden akzeptiert, das ist doch erfreulich. Und alles andere ist nicht neu. Alles klar. So, die Schlacht können wir uns ausblenden lassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Wir sollten einiges hier erledigen. Und zwar, wir haben 606. Das bringt mich zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich, dass den Titel Königreich von Novgorod können wir übernehmen. Und das finde ich deshalb besonders interessant. Erstens, weil Branislav ja die Erfahrung, ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber zu ihm passend gemacht hat. Die Könige im Reich, das sind meine Vertrauten, auf die kann ich mich verlassen. Allerdings die Herzöge nicht. Insofern wäre es doch gut, wenn wir mehr Könige haben. So in dieser Logik so in etwa. Und der zweite Grund, warum das passen könnte, ist die Tatsache, dass Herzog Vítězslav sein Mentor ist, aktuell noch in Verwaltungsdingen. Und ich glaube, die passen auch zueinander, denn auch er ist unersättlich. Er ist ein Trunkenbold und so weiter, also das könnte ganz gut passen. Insofern machen wir das jetzt und wir werden ihn zum König von Novgorod machen. Klar, er ist ja auch Herzog von Novgorod. Also das ist eigentlich insgesamt eine stimmige Sache. Aber ich sehe gerade, der Haupttitel von jemandem, der in einem Krieg kämpft, kann nicht übernommen werden. Das heißt, wer kämpft denn hier gerade? Aha, die aktuelle Königin von Novgorod ist da unten noch gerade beschäftigt. Verteidigt sich in einem Krieg
Oh mein Gott, das ist ja erbärmlich. Also, dass die sich noch Königin schimpft, naja, das behalten wir dann einfach mal im Blick. Anspruch fingieren interessiert uns nicht, aber das ist eine Sache, die wir angehen sollten. Und jetzt fällt mir auf, wir hatten ja hier einen Plan. Wir wollten König Kasimir zum Ratsprediger machen, das werden wir auch tun. Auch wenn es talentiertere gibt, aber das ist der beste Einsatzort. Und dann gibt es einen richtig guten Kandidaten für den Kanzler. Das ist der uns noch gut bekannte Herzog Sviatoslav von Nordmark, der, wenn ich mich recht entsinne, mit unserer Tante verheiratet ist, der aber wirklich eine perfekte Wahl ist für diese Position. So, das machen wir jetzt. Den gucken wir uns nochmal an. Das ist Jarmila, genau, unsere Tante. Sehr schön. Also Nordmark, wisst ihr noch, ist hier und die haben noch einige andere Besitztümer. Damit ist der Rat, wie ich finde, sehr gut besetzt und wir werden dann wieder versuchen, Kontrolle zu maximieren, weil das Ganze besetzt wurde eine Zeit lang, gab es da Probleme. So, Kasimir ist dabei, hier zu bekehren, das ist gut. Er ist noch bei mehr Entwicklung, das ist auch okay, der Rest sollte stimmen. Wir bleiben mal bei den heimischen Angelegenheiten. Das Ganze ist ja immer noch nicht ganz so stabil. Okay. So. Das wäre, glaube ich, dann das Entscheidende, was wir jetzt hier tun mussten. Lassen wir mal weiterlaufen. Es gibt ein Dilemma auf dem Festmahl. Meine sorglose Bekanntschaft Baron Christoph und wir, Branislav, finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Freundschaft, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Wie stehen wir dazu? Tja, ist uns eigentlich ziemlich egal, oder? Tja. Also wir sind nicht gesellig. Andererseits unersättlich. Hat schon ein bisschen was damit zu tun. Großzügig ist auch nicht so, dass man jetzt so ein richtiger Arsch ist. Tja, was machen wir? Ich würde sagen, wir sind mal jovial in dieser Situation. Das Thema fasziniert mich ebenfalls. In dieser nicht ganz so entscheidenden Frage braucht man, glaube ich, keine Würfel zu Rate ziehen. Voll Ehrfurcht. Nachdem wir uns beim Essen eine Weile unterhalten hatten, lehnt sich Baron Christoph zu mir herüber. Sagt man, aber diese Barone, die sind doch alle völlig unwichtig für uns. Aber klar, im konkreten Gespräch sind das alles interessante Leute. Lebt wohl, mein Vasall. Wir bekommen minus 74 Anspannung, weil wir unersättlich sind. Wahnsinn. Wahnsinn, was das bringt. Okay. So. Hier soll jemand aktiv ausgelöst werden. Ja, wir wollten ja eh alle loswerden. Das ist schon okay. Wie ist denn das? Haben wir jetzt noch welche? Ja, es sind immer noch 9 Gefangene da. Hä? Okay. Versuchen wir auch die anderen 7 noch auszulösen. Wahrscheinlich, weil die immer nur jeweils ein Angebot prüfen konnten. Das wird der Grund sein. Okay. Das geht sehr komfortabel. Weitere 5 sind noch da. Hatten wir eben jetzt nicht so viele Nachrichten. Wie kann das sein? Egal. 3 sind jetzt noch möglich. Okay, das klappt auch. So, und dann haben wir noch die beiden. Und das können wir ja auch per Hand erledigen, ne? So, alles klar. Also ich stelle mir das so vor, das sind jetzt natürlich einzelne Akte gewesen, aber ich stelle mir das so vor als, ja, als allgemeine Geste der Versöhnung. Er ist großzügig an die Aufständischen, dass er quasi an einem Tag einfach alle freigelassen hat, als der Konflikt beigelegt war und die Hinrichtung erfolgt ist. Ich würde sagen, die Hinrichtung war so ein Exempel statuieren, darum ging es. So, genau. Er akzeptiert natürlich seine Freilassung und damit ist die Sache durch. Und das Kind ist auch freigelassen, das Mädchen. Damit sind die Kriegsfolgen jetzt erstmal alle bereinigt. Ich schaue mal ganz kurz, gibt es hier Neues zu tun? Nein. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ein Bündnis mit Prinz Vizslav von Litauen. Ich denke, das werden wir aushandeln. Wir können 13 Verbrecher. Ah ja, stimmt. Richtig. Wir können jetzt, genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, wir können alle Aufständischen ja, nicht nur die Anführerin, könnten wir einkerkern. Aber dafür gibt es meines Erachtens überhaupt keinen Anlass. Ursula kann heiraten.
das ist unsere Mutter, aber da haben wir jetzt auch keine Ambition für sie, da etwas Spezielles zu suchen. Und das andere läuft. Gut, das Bündnis ist geschmiedet, hervorragend. Und unser Ratskanzler hat was herausgefunden, dass Herzog Sviatoslavs ererbte Vasallenbande ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen. Der Herzog von Pommern. Joa, wisst ihr was? Das interessiert uns gar nicht. Da sagen wir einfach mal ja, ohne groß drüber nachzudenken, was das bedeutet. So wird das erledigt. Je mehr ich meine Studien vertiefe, desto offensichtlicher wird die Verbindung zwischen Körper und Geist. Okay, das sind komplexe Gedanken für unseren König, aber Bildung 14 inzwischen. Er gilt trotz seiner Dummheit als inzwischen erstaunlich gut gebildet, auch dank seiner Frau, die hier noch einiges mit reinbringt. Zu viel Sorge kann einen Menschen krank machen und der Geist ist nicht stärker als sein Gefäß. Ja, schaut mal, das ist einfach nur seine Gesamtideologie. Man soll das Leben genießen. Das ist der einfache Gedanke, den er jetzt hat. Ich brauche etwas, das mir hilft, den mit meinem Titel einhergehenden Stress zu verarbeiten. Ich habe gelesen, dass viel Bewegung sowie das Führen eines Tagebuchs dem Nervenkostüm gut tut. Also Tagebuch finde ich passt irgendwie nicht dazu. Laufen zu gehen finde ich ganz witzig eigentlich. Den Tag frei nehmen. Pass mal auf, das werden wir mal wieder durch Würfel lösen. Also rational ist es natürlich das mit dem Laufen gehen besser, aber wer weiß. Bei einem dummen Charakter weiß man nie. Ich muss jetzt bloß die Würfel wieder hervorholen. Ich entscheide mich mal zwischen diesen beiden. 50-50 Chance und ich würfle eine 5. Und das heißt, er kann sich nicht dazu aufraffen, laufen zu gehen. Er nimmt sich einfach nur diesen Tag frei. Warum auch nicht? So, ein Dynastiemitglied wird angegriffen. Estland wird angegriffen von Serbien. Es geht um das Herzogtum Finnland. Ja, also im Prinzip um diese beiden Grafschaften. Das ist natürlich enorm. Besteht eigentlich das Bündnis noch zwischen unseren beiden Staaten? Nein. Okay, da stellt sich die Frage, eigentlich sollten wir das erneuern, aber geht es überhaupt? Der Typ ist ja schon 67. Der hat wahnsinnig viele Kinder, 7, die sehen wir alle. Aber die sind alle irgendwie verlobt und verheiratet. Wir kommen da nicht mehr rein. Meines Erachtens gibt es keine Möglichkeit. Oh Gott, sie sieht ja, okay, naja. Ich dachte, sie wäre schon irgendwie 80, aber das ist nicht der Fall. Nee, hier gibt es keine Möglichkeit, dieses Bündnis zu erneuern. Ich habe beim Haupterben immer mal geschaut. Das war der, der lange nicht heiraten wollte. Inzwischen ist er verheiratet mit Gräfin Aitner von Braslau. Aber irgendwie ist der Typ ganz komisch. Ewig nicht heiraten und jetzt keine Kinder. Also auf dem Weg kommen wir auch nicht rein. Wir kriegen da kein neues Bündnis. Und ich glaube, einfach so geht es nicht, weil wir nicht die diplomatischen Fähigkeiten haben. Aber was ist hier? Kriegsbeitritt anbieten? Das geht tatsächlich. Ach so, okay. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Man kann offenbar jedem beliebigen Kriegsbeitritt anbieten, auch wenn man kein Bündnis hat. Oder liegt das daran, dass wir eine Dynastie sind? Vermutlich das, ne? Ich würde sagen, wir helfen ihm, aber wir schauen erstmal, wie die Gemengelage dann ist. 11.000 gegen 9.000. Er braucht Hilfe. Ja, dann ist es klar, dann werden wir unseren estnischen Freunden zu Hilfe kommen. Also, Kriegsbeitritt anbieten. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Ne, wir sind direkt im Krieg. Okay, dann schauen wir mal an, wie dieser Krieg jetzt geführt wird. Ja. Na gut, Serbien muss besetzt werden, das ist klar. Also dieses Gebiet dort. Wir könnten jetzt hier ein bisschen was ausheben. Das ist jetzt wieder die nervige Schwierigkeit mit den Armeen. Und wie wir das dann aufteilen. Und die Frage ist, müssen wir hier unten hin marschieren, um diesen Krieg zu gewinnen? Möglich ist es, ne? Passt auf. Es hilft nichts. Wir werden jetzt unsere Truppen komplett ausheben. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie sich befinden. Deswegen werde ich hier mal den Sammelpunkt
hier irgendwo neu machen. Das wird natürlich ewig dauern, ehe alle Truppen da sind, weil jetzt hier die guten Truppen natürlich zuletzt kommen. Aber das machen wir halt. Alles ausheben hier und dann schauen wir mal. Ja. Bisschen langsamer das Ganze. Ablässe kommen rein, hervorragend. Damit haben wir auch locker viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob die Serben jetzt hier ihre Truppen haben. Wir werden es vielleicht gleich sehen. Okay, das ist vermutlich komplett unnötig, was ich hier gerade gemacht habe, dass wir hier oben alles ausheben. Ja, da stehen wir nun. Okay. Feindarmeen sind nicht in Sicht. Vermutlich wird es doch darauf hinauslaufen, dass wir hier unten hinziehen müssen. Dann war das jetzt wirklich kein guter Ort. Also, der Gegner hat 11.000 Mann, ist verbündet noch mit dem syrischen König. Das ist aber auch nicht so gravierend. Ja, okay, passt auf. Ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz hier einen Schnitt, um euch die Nerverei zu ersparen und bilde jetzt, ja, ich sag mal zwei Armeen, mit denen wir dann in den Süden ziehen werden. Den Rest des Gefolges schicken wir wieder zurück. So, mit der Methode, dass man alles gleich hier in eine Armee macht, dauert es dann doch gar nicht so lange. Hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, diesen Schnitt. Aber auf jeden Fall haben wir zwei Armeen. Die eine Armee ist zum Kämpfen da, die andere Armee ist zum Belagern. Die könnten wir im Zweifel auch noch aufteilen. Und jetzt ziehen wir in den Süden. Und zwar in Richtung Serbien. Mal gucken. Vielleicht bewegen... Oh. Oh. Okay. Der Seeweg ist der bessere Weg, wie es aussieht. Ja, naja, dann gehen wir den Seeweg, oder? Das Problem ist, wäre nur, wenn sie jetzt unterwegs ankommen und hier uns irgendwie belagern würden. Das kann natürlich auch passieren. Keine Ahnung, wie schnell sie jetzt hier auftauchen. Aber wir können ja auch noch die Schiffe in eine andere Richtung bewegen. Ich denke, die kriegen diese Belagerung hoffentlich schnell hin, oder? Nein, die stellen sich auch noch so blöd an, dass sie da mit 3.500 Mann nicht die Festung runterbringen können. Oh Gott. Okay, passt auf. Dann machen wir eine Planänderung. Dann nehmen wir unser Belagerungsheer, diese Truppen hier, und senden sie dann zur Hilfe hierhin, weil die offenbar nicht in der Lage sind. Halt, habe ich jetzt die gesamte Armee dorthin geschickt? Nee. Dann haben wir natürlich super viel Geld jetzt ausgegeben. Unnötigerweise. Ach komm, nee. Das mache ich doch nicht. Ich gehe doch hier an Land. Die kriegen das schon hin. So. Wäre doch doof, wenn wir das Geld umsonst ausgegeben haben und da wieder anlanden. Zu spät gemerkt. Okay. Mehr Kontrolle ist erreicht. Dann werden wir hier nochmal weitermachen mit Kissinia. Und dann sind die Folgeschäden bald beseitigt. So, sehen wir jetzt irgendwo Feindarmeen? Ich sehe keine. Wir sind auch hier schon fast in der Nordsee. Und Kriegerorden wurde angeworben. Aber vom Herzog von Jylland. Der was für einen Krieg führt? Der hat einen Bauernaufstand. Ernsthaft? Deswegen holst du den Kriegerorden? Das ist natürlich traurig. Und die Sache hier in Schonen scheint gar nicht so gut zu laufen. Der Krieg gegen England. Eieiei. Minus eins. Ach, was ist denn das hier? Er führt nicht nur Krieg gegen England, sehe ich gerade, sondern hat auch noch König Havel von Dänemark angegriffen, weil er selber einen Anspruch auf das Königreich hat. Der Typ ist ja... Der ist ja des Wahnsinns. Ja, der ist gierig, ja. Okay, also ich glaube, der hat sich ein bisschen verzockt bei der Sache. Enorm. So, noch immer keine serbischen Einheiten zu sehen. Ich hoffe, wenn sie kommen, dann marschieren sie da oben irgendwo hin. Nach Finnland. Und nicht in unsere Gebiete. Unsere Schiffe befinden sich wo? Da. Ist noch ein langer Weg. Ein wirklich langer Weg. Und wir haben das Jahr 1300 erreicht, sehe ich jetzt erst gerade. So, Kriegsstand 0%. Wie läuft es hier mit der Belagerung? Ja, die Zeit bringt es dann doch, ne? So, Herzog Sviatoslav wird angegriffen von einem Graf. Das ist ein interner Lehnskrieg. Okay, alles klar.
Das ist nicht ganz so entscheidend. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Das ist erfreulich. Und wir haben eine Baronie geerbt. Moja, sagen wir erstmal Danke. Ohne dass es uns wirklich irgendwie juckt, wo sie sich befindet. Was uns aber juckt, wo sich unsere Armee befindet. Au! Oh, okay, wow. Sie ist direkt schon da. Jetzt müssen wir kurz aufpassen, weil wir ja den Landungsmalus haben. Wir gehen hier auch durch Gebirge. Schwieriges Terrain hier. Ja, Versorgung ist auch ein Thema, sehen wir gerade. 44. Wir müssen, glaube ich, mit der Armee mal kurz zur Seite gehen. Erstmal die Lage prüfen. 44 tatsächlich. Hm, das könnte kritisch werden. Wir sind auch deutlich über der Versorgungsschwelle. Wo ist denn hier genau der Königshof? Dort. Haben wir den Marschbefehl? Ne, der muss dorthin. Okay, alles klar. Ja, eine Schlacht gegen einen einzigen Ritter. Das wird wohl kein Problem sein. Gegnerische Einheiten sehen wir nicht. Kannst du dich irgendwo hier hinstellen, wo du versorgt wirst? Ja, tatsächlich. Hier sind wir... Oh, das ist sehr gut. Hier ist fruchtbares Land. Da können wir uns selbst versorgen. Ja, das ist ja erleichternd. So, dann macht ihr die Belagerung der serbischen Hauptstadt. Gibt es jetzt schon irgendwo... da sind die Gegner aufgetaucht. Ja, jetzt erwarte ich aber, dass ihr das hinkriegt. Die Belagerung ist hier bald erledigt. Kommt. Die fallen tatsächlich in unsere Gebiete ein, aber es sollte kein Problem... Warum marschiert ihr jetzt nach Süden? Ihr könnt die doch angreifen. Die haben doch den Landungsmalus. Oh mein Gott. Ernsthaft. Da kommen jetzt noch 2500 und ihr zieht da weg. Haben wir jetzt schon die Belagerung gewonnen? 36%, sieht so aus. Aber reicht natürlich jetzt noch nicht für den Frieden. Die werden... sind unterversorgt. Aber es sinkt auch nicht weiter, immerhin. Hier allerdings gibt es Probleme. Selbst nach der Eroberung ist das schwierig. Aber wir müssen weiter erobern. Wir ziehen mal hier hin. Und hier warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, versorgungstechnisch. So, Herzogin Dorota hat die Sache mit der Kontrolle beendet. Sehr gut. 50%. Außerdem wurde ein sündhafter Herzog bloßgestellt. Ja, der Typ, der ist nicht nur größenwahnsinnig, sondern ganz offensichtlich auch sündhaft, wie wir sehen. Und die Götter sind nicht an seiner Seite. Wer sind die Götter? Die Kutheus. Und deshalb verliert er natürlich. Okay. Also ich denke, die Belagerung können wir noch durchziehen. Mit gutem Gewissen. 28 Tage. Es geht aber auch wirklich super schnell. Aber eine neue Fraktion wurde erschaffen. Das sind aber nur ukonuskische Populisten. Prinz Witzlaw von Kurland wird durch den Grafen angegriffen. Auch keine große Sache jetzt für uns. Und ein Festmahl ist möglich. Das machen wir demnächst. Aber was ist nun? Die Pest ist ausgebrochen. In unserer Mitte. Chornebo hielt grausige Ernte. In meinem Reich ein Fall der schrecklichen Pest wohl entdeckt. Das unglückselige Opfer ist mein Höfling Vladislav. Die Verderbnis, die von seinem Fleischbesitz ergreift, ist eine Gefahr für uns alle. Isoliert ihn und betet um Erlösung. Das tun wir und mit diesen Ereignissen beende ich dann erstmal diese Folge. Ich hoffe, die Pest greift nicht weiter um sich. Das ist ja nicht ganz unüblich bei der Pest. Sind das hier Engländer, die das gerade besetzen? Oder ist das der innerdänische Krieg? Nee, der König von Litauen hilft hier. Aha, ist der König von Litauen auf der Seite von Jagor? Nee. Oder kann es sein, dass der König von Litauen das zurückerobert? Möglich ist auch das. Na gut, schauen wir mal, wie dieser interne Krieg zu Ende geht. Der Krieg gegen England, aber vor allem unser Krieg hier gegen Serbien. Unser Krieg, bei dem wir den Esten helfen. Und wie es aussieht, stellen die Esten sich aber nicht besonders klug an. Sie haben sich hier offensichtlich zurückschlagen lassen. Kriegsziel ist zwar besetzt. Halt, nein.
das Gebiet ist besetzt, aber das Kriegsziel wird möglicherweise durch den Gegner gleich besetzt. Das ist blöd. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir kriegen das schon hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinmalen.